Stress? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raus aus dem Hamsterrad und wie du stattdessen dahin kommst, wo du wirklich hin willst. Wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, erfährst du, wie du deinen Stress reduzieren kannst, indem du ihm einen neuen Rahmen gibst. Bei Stress ist unser Körper im Alarmzustand und kampfbereit. Wir haben einen Tunnelblick und fokussieren uns nur auf das Problem. Diese Wahrnehmung ist auch mit bestimmten Erinnerungen und Emotionen verknüpft, aber auch mit Erfahrungen verbunden. Wir haben bestimmte Denkmuster, mit denen wir auf Stress reagieren. Ein typisches Beispiel ist der Pessimist und der Optimist. Oder das Beispiel mit dem halb vollen oder halb leeren Glas. Solche Beurteilungen und Bewertungen nennt man Denkmuster. Wie kannst du jetzt deinen Stress mit solchen Denkmustern, die man auch Rahmen nennt, positiv beeinflussen? Hier kommt uns das sogenannte neurolinguistische Programmieren oder auch NLP genannt, mit einer Technik, die sich Reframing nennt, zur Hilfe. Was heißt das? Reframing bedeutet, dass du deine Stresswahrnehmung und Bewertung einfach in einen anderen Rahmen stellst. Wie wenn du ein schönes Bild, was du in deiner Wohnung aufhängst, mit einem besseren, mit einem schöneren Rahmen versiehst. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Und zwar einmal das Bedeutungsreframing und einmal das Kontextreframing. Wenn sich das für dich jetzt sehr kompliziert anhört, gebe ich dir einfach mal zwei praktische Beispiele. Angenommen, du führst ein Jahresgespräch mit deinem Chef und du bist bei deinem Chef als fleißige, loyale Mitarbeiterin bekannt, die auch viele Überstunden ohne zu murren absolviert. Und nun entscheidest du dich in diesem Gespräch einmal ganz offen und ehrlich die vielen Überstunden anzusprechen und sagst, ja, ich mag meine Arbeit, aber an den vielen Überstunden muss ich endlich etwas ändern. Und jetzt schaut dein Chef ein bisschen komisch. Und du bekommst kalte Füße und denkst, das war nicht gut, was ich gesagt habe. Vermutlich wird das jetzt schlecht rauskommen. Jetzt bin ich zu weit vorgeprescht. Jetzt könntest du aber sagen, ja, vielleicht hat die Reaktion des Chefs eine ganz andere Bedeutung, dass er so komisch schaut. Vielleicht ist er so baff, so beeindruckt von mir, dass ich auf einmal selbstbewusst meine Meinung äußere, dass er gar nicht weiß, was er sagen soll. Und deine Äußerung war ein voller Erfolg. Merkst du, was ich meine? Du kannst die Situation in die eine oder in die andere Richtung interpretieren. Und das nennt man Bedeutungsreframing. Probier es einfach mal aus. Die zweite Variante des Reframings ist das sogenannte Kontextreframing. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Verhaltensweise hast, die du nicht so an dir schätzt oder die du verändern möchtest, die dich nervt, dann könntest du dieses Verhalten einfach in einem ganz anderen Zusammenhang sehen, wo es positiv wäre statt negativ. Ich gebe dir gerne wieder ein Beispiel. Also angenommen, du bist ein totaler Entertainer-Typ und redest gerne und viel. Dann ist das vermutlich kein günstiges Verhalten, wenn du in einem Großraumbüro mit lauter Buchhaltern sitzt, die sich auf ihre Arbeit konzentrieren wollen. Wenn du aber das Ganze in einen anderen Kontext, in einen anderen Zusammenhang stellst und dich fragst, in welcher Situation wäre mein Verhalten, mein Talent günstig, also zum Beispiel du wärst Stand-up-Comedian auf einer Bühne, dann kannst du dem Ganzen etwas Positives abgewinnen. Und das nennt man Kontextreframing. Du siehst also, du kannst sowohl Situationen eine andere Bedeutung und eine andere Bewertung geben und du kannst bestimmtes Verhalten, bestimmte Eigenschaften in einen ganz anderen Zusammenhang stellen, indem du die Perspektive wechselst. Und diese Technik des Reframings kann dir helfen, deinen Stress zu reduzieren, indem du einfach Dinge immer aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtest. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und diesen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal, deine Sabine.